Erstens, unsere Mitarbeit am Erfolg der sich erweiternden europäischen Gemeinschaft. Nachdem jahrelang nur darüber geredet worden war, wird die Erweiterung jetzt verwirklicht. Und wir heißen Großbritannien in diesem Europa herzlich willkommen. Als Präsident Nixon am 15. August die Konvertibilität des Dollars aufhob, den Sonderimportzoll und andere binnenwirtschaftliche Restriktionsmaßnahmen einführte, veränderte sich mehr als die meisten damals ahnten, unsere weltwirtschaftliche Landschaft von Grund auf.